Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Schattenfen. Und irgendwo hier vorne, beziehungsweise hier links, soll unser Questgeber sein. Da ist er schon. Ach. Gerade rechtzeitig. Wir haben es hier mit einem Durcheinander zu tun. Schlimmer, als wenn ein Hund ein Käserad verspeist hat. Bitte was? Was ist geschehen? Das Dominion hat uns überfallen. Ich würde sogar eingestehen, dass wir eine Schlappe erlitten haben. Wenn ich mich nicht dauernd fragen würde, woher beim Reich des Vergessens sie wussten, wo sie uns auflauern können. Wenigstens haben wir erfahren, wo sie stecken. Auch wenn es ein echtes Gemetzel werden wird, sie von dort zu vertreiben. Hallo? Ich bin selbst Dominion? Unser Angriff war eine Katastrophe. Die anderen Vizekanoniker haben zugestimmt, unsere Truppen zusammenzuhalten. Ich hätte wissen sollen, dass sie ausscheren würden, sobald ich ihnen meinen Rücken zuwendete. Wenn sie nicht dafür sorgen würden, dass Sturmfeste sich nicht selbst zerreißt, würde ich sie zu Fischsuppe verarbeiten. Andere? Alle Vizekanoniker sind hier? Das ist ja genau das Problem. Wenn sie schlau sind, haben sie sich in eine gut zu verteidigende Stellung zurückgezogen. Meine Späher hier haben in den Ruinen eine Höhle entdeckt. Bevor ich zu meinem Regiment zurückkehre und den Angriff befehle, muss jemand erst die Feindeslinie durchbrechen und bestätigen, dass sie noch leben. Ich suche die anderen Vizekanoniker. Der Geruch der Höhle mitten in Tenmauerwolk. Das Dominion hat sie fester verschlossen als das Fundament von Hochelfen. Wahrscheinlich müsst ihr ein paar Schädel einschlagen, um vorbeizukommen. Warum sind alle Vizekanoniker hier? Jeder von uns hält die anderen Vizekanoniker für unfähig. Nein, es ist schlicht und ergreifend Politik. Wer zurückbleibt, wirkt, als ob er nicht mehr mithalten könnte. Also sind wir alle in die Brühe hinausgestapft. Verdammt sei die Politik. Beim nächsten Mal ziehen wir lose, wer in Sturmfeste auf dem Trockenen bleiben darf. Warum sollte das Dominion in Schattenfen einfallen wollen? Warum will überhaupt irgendwer irgendwo einfallen? Wahrscheinlich ist ihnen in ihren makellosen Türmen langweilig geworden. Vielleicht macht ein ordentliches Ringen im Schlamm mehr Spaß, als zärtlichen Cousinen hinterher zu jagen. Ehrlich gesagt kümmert mich das Warum nicht. Mich kümmert nur, dass wir sie wieder loswerden. Wie wurdet ihr getrennt? Als das Dominion uns überfiel, haben sie sich besondere Mühe gegeben, unsere Streitmacht aufzuteilen. Wenn Haitameen und Servüna auch nur einen Funken Gefühl für Strategie haben, dann haben sie das bemerkt und sind zusammengeblieben. Okay. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich reite da besser hin. Das ist ja doch ein bisschen weiter weg. Hier. Findet die Vizekanonika. Die greifen mich schon an, wenn ich hier stehe, oder? Nee. Nicht? Okay. La la la, so geht's schneller. Oh, hi. Magistra Vox wurde endlich besiegt. Was für eine Schande. Ich habe gehört, wie habt ihr uns gefunden? Außer ihr seid ein Hauträuber. Bitte zieht nicht eure Waffe, wenn ihr könnt. Aber ihr stinkt nicht nach Tod. Ihr seid wohl das, was ihr zu sein scheint. Jetzt müsst ihr uns noch sagen, warum ihr hier seid. Was scheine ich denn zu sein? Vizekanoniker Honda hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Er ist also immer noch unter uns, ja? Dieser Mann hat mehr Glück als ein Khajiit im Fischladen. Was will Honda? Wenn er hören möchte, dass er mit dem Zusammenbleiben recht hatte, dann kann er losgehen und sich im Moor ertränken. Er plant sich, den Weg zu euch freizukämpfen. Wir müssen nicht gerettet werden. Honda sollte lieber begreifen, dass wir nur der Köder in einer weiteren Falle des Dominions sind. Richtet ihm aus, dass ich derlei unnütze Auftritte in unserem Namen nicht erlaube. Was ist euer Plan? Wenn ihr Vizekanoniker Hondas Regiment findet, findet ihr auch ihn. Sagt ihm, er soll seinen Angriff abblasen, bevor das Dominion ihn auseinandernimmt. Er soll seine Soldaten nicht vergeuden, um den kümmerlichen Rest unserer Truppen hier zu retten. Ich werde den Vizekanoniker warnen. Wenn Vizekanoniker Honda Verstärkung anfordert, wird er genug Soldaten bekommen, um diese Schlammwürmer vom Dominion aus den Ruinen zu vertreiben. Bis dahin schaffen wir das schon.
Hier kann man gut mit dem Schwanz zur Wand kämpfen. Aber dann sieht man doch nichts. Okay, hier oben liegt noch was zum Lesen. Und ich klaue mir aus Versehen den Dolch. Ja, kein Thema. Eine treffende Ehrung. Treffend, dass wir unser Lager in einer dädrischen Ruine aufschlagen. Die Vaermina, der Fürstin der Träume und Albträume geweiht ist. An diesem Ort stand einst ein Sklavenlager der Dunkelelfen, in dem Agonia gekauft und verkauft wurden. Einige meiner Gefährten halten die Sklaverei für moralisch nicht vertretbar. Aber diese Kreaturen sind kaum besser als die Tiere der Umgebung. Ihre Häute werden uns gute Dienste dabei erweisen, den Pakt ins Chaos zu stürzen. Ja. Das klingt nicht besonders nett. So, wo ist er denn jetzt? Moment. Findet das Regime? Wieso wird mir das dann... Ach so, da. Okay. Ich wollte gerade sagen, wieso wird mir das jetzt nicht auf der Karte angezeigt? Da hinten läuft einer. Das ist aber einer von denen. Aber ich muss die irgendwo hier finden. Das sind die anderen. Das sind wieder die anderen. Hallo, wo ist denn der? Ich sehe, ich glaube, ich mache mal echt die Namen an. Ich sehe hier gerade so gar nichts. Oh, Moment, ich habe aber da unten gerade... Regent Beta, gehört der dazu? Ja, ich soll die tiefer finden, aber... Nach dem Motto, die haben es schon versucht, oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, okay. Die Einheitsabzeichen des toten Soldaten passen zu denen von Vizekanonika Honda. Oha. Seine Haut ist leicht versenkt, wie bei den anderen Opfern der Hauträuber. Bei der Durchsuchung der Leiche findet ihr eine kleine gesprungene Fiole. Sie platzt auf und verspritzt ihren Inhalt über eure Haut. Oh, geil. Das heißt, ich verbrenne jetzt auch? Ihr solltet euer Gesicht behalten. Es passt besser zu euch. Okay. Sucht den Rest. Was ist mit dir? Kann man mit dir nicht sprechen? Anscheinend nicht. Na gut. Sucht den Rest. Irgendwo hier. Oha. Sie sind von unten gekommen. Ich habe gesehen, wie sie die anderen davongeschleift haben. Erzählt mir, was geschehen ist. Wir haben gerade den Ansturm auf die Höhle vorbereitet, als der Soldat neben mir in den Rücken gefallen ist. Als ich zu Boden ging, sah ich, wie Teile meines Regiments aufeinander losgingen. Diese Hauträuber trugen die Gesichter unserer Freunde, um von innen heraus Verrat zu üben. Glaubt ihr, dass sie jetzt auch mein Gesicht haben? Verstehe. Seid ihr der einzige Überlebende? Ich sah, wie sie Okazai lebend gefangen nahmen. Sie haben ihn niedergeschlagen und wie ein Stück Fleisch zu diesem Altar geschleift. Lasst sie nicht sein Gesicht stehlen. Wo ist Vizekanonika? Oh Gott, Honda. Okay, das kann er mir nicht mehr sagen. Wenn man einmal sich verhaspelt hat, dann kriegt man es nicht mehr hin, auch wenn man es 5-mal liest. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Da oben ist er. Och, wer war denn das jetzt wieder? Geh mir nicht auf den Sack hier. Ich muss den befreien. Ich dachte, der wäre schon tot. So, ich würde dich gern befreien, aber Basti lässt mich gerade nicht. Es tut mir leid. Schnell, bindet mich los, bevor sie zurückkehrt. Bevor wer zurückkehrt? Diese verrückte Elfe. Sie hat versucht, mir die Brust aufzuschlitzen, aber ich habe sie vom Altar getreten. Sie sagte, sie würde mit einem stumpferen Messer zurückkommen, damit es länger dauert. Wartet, ich rieche sie. Schneidet mich los. Lasst sie nicht mein Gesicht stehlen. Ich schneide euch los. Danke, meine Freundin. Haltet euch von meinem neuen Gesicht fern. Schnell, trefft mich in dieser Höhle. Mach ich. Muss mal eben die dumme Schnäpfe hier erledigen. So, Moment, wo ist er jetzt hingelaufen? Irgendwie da unten rein, ne? Wieder hier rein, ne? Ja. Ich hab dein Gesicht gerettet. Wo bist du?
Welch ein Wahnsinn. Soldaten sind gestorben, weil sie dachten, unsere eigenen Reihen betrügen uns. Ich würde diese Hauträuber gerne mit der Strömung an einen Wamasu-Ufer füttern. Ich habe gesehen, wie Vizekanoniker Rondars Wachen ihn vor dem Angriff weggeführt haben. Wenn seine Wachen Hauträuber sind, ist er in großer Gefahr. Wie können wir Vizekanoniker Honda finden? Ich bin nicht nur der hübscheste Späher in Schattenfällen, sondern auch der beste Spurenleser. Ich kann Vizekanoniker Rondars Witterung aufnehmen und uns zu ihm führen. Ich werde jemanden brauchen, der mir den Rücken frei hält, während ich meiner Nase folge. Angesichts der Hauträuber sollten wir lieber immer nur paarweise unterwegs sein. Am besten noch mit Codewort. Erzählt mir mehr über den Angriff. Ich habe eine Kieferndrossel rufen hören, aber diese Tiere gibt es in Schwarzmarsch nicht. Dann habe ich gesehen, wie mein Freund seine Keule erhob und sie auf meinen Helm niederfahren ließ. Doch jetzt kenne ich ihren Geruch. Süß vor Verwesung, wie Sumpfwasser. Ein Restaroma von verbranntem Laub. Ja, wie können wir Vizekanoniker Ronda finden? Das wird dann das Gleiche wieder sein. Ich bin nicht nur der hübscheste. Ich halte euch den Rücken frei und gebe Bescheid, sobald ich die Witterung von Vizekanoniker Ronda aufnehme. Ich bin bereit, wenn ihr seid. Lasst uns Vizekanoniker Ronda suchen. Das machen die doch extra, dass die dieses echt bescheidene Wort hier jedes Mal wieder reinsetzen, oder? Das machen die doch nur, mich zu ärgern. Die sollen es wenigstens zugeben. Wir müssen darum. Komm, sie brachten ihn an der Höhle vorbei. Seltsam. Sie schleiften ihn diesen Hügel hinauf. Geradeaus. Er hat sich nicht gewehrt. Ja, natürlich hat er sich nicht gewehrt. Er denkt ja auch, das sind die Guten. Also nehmen wir an. Obwohl sie schleiften ihn hinaus, dann wäre es unlogisch, dass er sich nicht gewehrt hat. Und da ist er schon. Moment, wir schauen mal eben nach. Vizekanon. Und wir kriegen heraus, wer das war. Kriegen wir die Leiche von Vizekanoniker Honda sieht anders aus als jene, die ihr in Tenmaue Volk gesehen habt. Auch wenn sie erst vor kurzem hergeschleift wurde, ist die Leiche schon alt und verwest, ganz so, als ob sie schon länger tot wäre als die anderen. An der Leiche finden sich auffälligerweise keine Kampfspuren. Euch fällt aber ein kleines Loch in der Brust und die leicht angesenkte Haut auf. Heißt das, er war gar nicht er, oder wie? Etwas stimmt hier nicht. Er riecht ziemlich tot. Vizekanoniker Honda wurde nicht erst vor kurzem getötet. Wenn der Vizekanoniker schon die ganze Zeit tot war, war es dann ein Hauträuber, der den Angriff auf die Höhle befohlen hat? Oder sogar schon davor, als wir die anderen Vizekanoniker verloren haben? Man kann die Hauträuber am Geruch erkennen. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Vizekanoniker Honda roch immer nach Met. Ich habe nicht. Ich hätte nicht. Xut, welche Geheimnisse kennt das Dominion bereits? Wir sollten den anderen Vizekanonikern hiervon erzählen. Ihr habt recht. Sie werden wissen, was zu tun ist. Sie müssen es wissen. Trotz seiner groben Art war Vizekanoniker Rondar für viele in Sturmfest ein Held. Wenn all das hier vorbei ist, wird er ein entsprechendes Begräbnis bekommen. Der Betrüger muss gefunden werden, bevor er noch jemanden zum Narren halten kann. Aber ich glaube, ich weiß, wo er sich versteckt. Wo? Vizekanoniker Honda hat uns befohlen, uns von einem Hügel hier in der Nähe fernzuhalten. Wenn das in Wahrheit sein Hauträuber gewesen ist, muss er einen Grund dafür gehabt haben. Ich wette, er versteckt sich unter dem Hügel. Es muss hier einen Eingang in die unterirdische Tempelanlage geben. Was für ein Eingang? Eine Tür. Vielleicht auch Treppen oder irgendeine Art von Portal. Ich würde mich euch anschließen
aber in beengten Verhältnissen bin ich keine Hilfe. Ich werde dem Vizekanoniker Bericht erstatten, ja. Ich werde den falschen Vizekanoniker Honda suchen. Wenn ich weiß, wo. Also, wir müssen einen Geheimgang finden, wobei der uns jetzt irgendwie nach oben führt. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass man da eventuell... oder man muss ein Portal nehmen. Eigentlich wollte ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell eine Falltür nehmen muss, aber so geht's auch. Hallöchen, du schon wieder. Sterbliche. Hier geht es kleine Sterbliche. Wir sind weit gekommen seit unserer ersten Begegnung. Seid ihr es, die hinter den Hauträubern steckt? Blöde Frage. Immerhin ist sie hier gefesselt, ne? Ja, erstaunliche Närrin. Ich habe es ihnen erlaubt, mich aus dem Reich des Vergessens zu reißen, meine Essenz zu binden und mir meine Macht abzusaugen, weil ich eigentlich insgeheim hinter ihren schäbigen kleinen Plänen stecke. Oh, aber von denen wisst ihr noch gar nichts, oder? Sagt mir, was ihr über die Pläne des Dominions wisst. Habt ihr von Rovita gehört? Dem gefeierten Alchemisten des Dominions? Wisst ihr, all dies ist sein Werk. Ich werde euch seine Pläne für euren bevorstehenden Untergang verraten. Natürlich nur, wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tut. Was für einen Gefallen? Ihr müsst die zwei Altäre finden, die tiefer in der Anlage stehen und mich hier binden. Tut es und ich verspreche euch, die Pläne des Dominions zu verraten und euch zu seinem kostbarsten Besitz zu führen. Außerdem verspreche ich, mich bei eurem Begräbnis nicht an eurer Leiche zu vergehen. Das ist doch ein tolles Angebot. Vielleicht. Was würde ich am Altar tun? In jedem Altar werdet ihr einfache Fokusse finden. Die Berührung eines Sterblichen wird sie vernichten und mich von meinen Banden befreien. Dann bekommt ihr alles, was ich euch bieten kann. Okay, dann machen wir uns mal den Weg frei. Das ist es nicht, okay. Steht auch nur hinten drin. Komm schön mit. Was macht ihr da? Versteckt euch, bevor das Dominion euch sieht. Hallöchen, was machst du denn hier? Ihr bekämpft das Dominion und ihr habt mir noch nicht den Kopf abgeschlagen. Dann seid ihr also nicht hier, um den Daedra zu huldigen. Nein. Was zum Vergessen macht ihr also in einem daedrischen Tempel, in dem es von Hauträubern des Dominions nur so wimmelt? Ich besiege meine eigenen Leute. Ich könnte euch dasselbe fragen. Ein guter Punkt. Ein guter Punkt. Na schön. Ich werde es nicht leugnen. Meine Freunde und ich wollten nach Daedra-Kram suchen, um ihn dann an Magier zu verkaufen. Dann sind die Soldaten des Dominions aufgetaucht. Man konnte keinen Schritt mehr machen, ohne über sie zu stolpern. Bis heute. Ich wollte gerade abbauen, als ich euch sah. Wo sind eure Freunde? Sie wurden gefangen. Einer nach dem anderen. Ich habe als einziger überlebt. Und ich habe sogar noch meine eigene Haut. Hey, lasst uns einander bei der Flucht helfen. Ihr erregt ihre Aufmerksamkeit und ich schleiche mich an ihnen vorbei. Was sagt ihr dazu? Es hört sich doch fair an. Was haben sie euren Freunden angetan? Eine gefangene Dremora musste ihnen die Seelen aus dem Leib reißen und sie in magische Steine einsperren. Dann, nun, ihr habt ja gesehen, wie diese Schergen vom Dominion fremde Gesichter tragen. Ich höre jetzt noch ihre Stimmen aus diesen Steinen rufen. Sie sind tot, aber sie leiden immer noch Qualen. Was für eine Schweinerei! Die Dremora sagte, sie würde mir die Pläne des Dominions verraten, wenn ich sie befreie. Eine gute Idee, packte Medaedra. Bevor das Dominion kam, versprach sie meinem Freund die Nacht seines Lebens für einen Tropfen seines Blutes. Die Nacht des Lebens bedeutet wohl, bei lebendigem Leibe gehäutet zu werden.
Sie trug seine Schuppen wie eine Robe. Sehr vertrauenswürdig. Naja, gut, ich habe aber schon einige Erfahrungen mit ihr. Gibt es einen anderen Weg, um die Pläne des Dominions aufzuhalten? Vielleicht. Ich habe viele beengte Nächte damit verbracht, Ruvita zuzuhören. Dem Hochelfen, der hier den Ton angibt. Ich bin sicher, ich könnte es mir zusammenstückeln. Aber meine Freunde haben es nicht verdient, in leuchtenden Steinen gefangen zu sein. Befreit sie, und ich werde euch helfen. Ein gutes Angebot, oder? Ich hätte nicht mit ihm reden dürfen. Also, zum einen wäre es für mich natürlich gut, wenn ich an dem Plan der Dremora festhalte, weil noch nicht im Let's Play, aber grundsätzlich habe ich schon sehr viele positive Erfahrungen mit Lyrant gemacht. Aber ich kann es natürlich auch jetzt nicht übergehen, dass seine Freunde in den Steinen gefangen gehalten werden. Und ja. Nun gut, ich werde eure Freunde befreien, wenn ihr mir helft, die Hauträuber aufzuhalten. Vertraut mir, es ist besser so. Ich werde mich auf den Weg in die innere Kammer machen, wo Ruvita den Großteil seiner Zeit verbringt. Versuch dabei, nicht die Aufmerksamkeit der Dremora zu erregen. Sie ist ein rachsüchtiges Geschöpf. Wo werden eure Freunde festgehalten? Das Dominion hat ihre Seelen in merkwürdigen Steinen eingefangen. Sie liegen auf Plattformen und sie leuchten wie brünstige Wamasu. Ruvita klagte darüber, dass die Steine sehr zerbrechlich wären. Ich wette, meine Freunde werden befreit, wenn man sie zerschlägt. Ja, entweder das oder sie sind dann für immer gefangen. Ne? Man weiß es nicht. Na gut, wir schauen mal. Ich würde ja gerne beides machen, aber naja, dürfen wir ja wieder nicht. Guten Tag. Aber was ich nicht ganz verstehe, das war ja eigentlich auch unser Ziel, also diese Steine, ja, im Endeffekt kaputt zu machen. Also wir sollten sie ja berühren, danach sollten sie ja automatisch kaputt gehen, hatte sie ja gesagt. Oder waren das jetzt andere Steine, die sie meinte? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Im Prinzip haben wir ja dann doch einen Plan gemacht, oder? Also durchgeführt. Oh, ist das jetzt euer Ernst, dass ihr euch jetzt hier hinstellt? Wo ich gerade alles drinnen erledigt habe. Kriege ich das noch hin? Nein, natürlich nicht. Ach, nur weil die mich hier gesehen haben. Hallo, Stein. Geode, was auch immer. Ach, wir müssen doch auf der Seite weiter. Komm, Basti, nicht so müde hier. Wir müssen weiter. Der eine sieht mich irgendwie, egal von welcher Seite ich komme, der sieht mich nicht, ne? Aber der Trupp hier, der wird mich jetzt sehen. Kommt der denn jetzt schon wieder her? So. Honu? Gut, dass ihr nicht die Dremora befreit habt, sonst wären wir beide Bänder in ihrem Haar. Ja. Hinter ihr ist eine Tür zu einem Raum, den Ruvita Gewölbe nannte. Dort drinnen lagern sie Histsaft in riesigen Fässern. Wofür brauchen sie Histsaft? Ja. Er ist ein Teil ihrer Magie zum Stehlen von Häuten. Die richtige Frage ist, woher sie so viel davon haben. Halt, ich will es gar nicht wissen. Was immer sie auch mit dem Histsaft getan haben, hat ihn leicht entflammbar gemacht. Sobald wir das Gewölbe betreten, zündet ihr die Bottiche an, um diesen Albtraum zu beenden. Wie betreten wir das Gewölbe? Das ist der leichte Teil. Ich habe Ruvita die Worte 100-fach murmeln hören. Vielleicht könnt ihr noch etwas Nützliches aus der Dremora herausholen, bevor sie merkt, dass ihr sie betrogen habt. Wenn ihr sie... Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Wollte das eigentlich nicht abbrechen?
Es ist nicht dumm von euch, euer Vertrauen zurückzuhalten. Wirklich vorbildlich. Aber ohne meine Hilfe kommt ihr nicht weiter. Zerstört diese Bindungen und befreit mich. Ihr habt versprochen, mir von den Plänen des Dominion zu erzählen. Eure Schweigsamkeit ist so schrecklich verlockend. Nun gut, Rovita hat Histsaft eingesetzt und meine gestohlene Essenz benutzt, um seine Hauträuber zu erschaffen. Der Histsaft ist es, der den Opfern die Erinnerung raubt. Alles nur, um an das Minemische Ei heranzukommen. Mit ihm hat er ganz Schwarzmarsch in der Hand. Wieso hat er mit dem Minemischen Ei ganz Schwarzmarsch in der Hand? Meine Geduld ist schon strapazierter, als ihr es sein werdet, wenn ich euch einen Foltergürtel angelegt habe. Haltet euch an diese Abmachung, oder ich werde euch in Qualen unterweisen, die ihr euch nicht einmal erträumen könnt, Sterbliche. Halt! Was macht diese Sumpfratte da mit dem Gewölbetor? Eröffnet es. Dann betrachtet eure Verdammnis. Rovita und seine Trophäe. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so richtig war, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber er hat halt gesagt, ich soll seinen Freunden helfen, ne? Und ich habe jetzt nicht einen von seinen komischen Freunden gesehen. Aber ich weiß, dass ich sonst auch die Bottiche kaputt gemacht habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich nicht normalerweise Lyrant geholfen habe und dann die Bottiche kaputt gemacht habe. Deswegen, ja. Ich habe jetzt irgendwie ein komisches Gefühl dabei. Nein. Wollte es nicht springen? Hallo? Aufdringlicher Narr! Euer Einmischen hört jetzt auf! Deins auch. Wo bist du? Wo ist er denn? Da oben. Schnell, hier drüben! Ja, bleib doch mal stehen! Hallo! Oh, Junge, ganz ehrlich. Kein Zeichen von Rovita. Aber der Nord da drüben ist auf jeden Fall ein Hauträuber. Ich weiß, was er mit diesen Gefangenen vorhat. Wenn ich helfe, erzählt ihr niemandem von meiner Jagd nach dädrischen Relikten. In Ordnung? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn ihr herankommt, wird dieser Nordhauträuber diese Gefangenen töten und durch ihren Tod weitere Kräfte schöpfen. Etwas, was die Daedra-Anbeter in Telmauer Volk immer wieder taten. Ich laufe hinein und befreie sie von den Fesseln. Ich habe schon schlimmere Knoten gelöst. Magische wie gewöhnliche. Wenn ihr herankommt, wird dieser Nordhauträuber die Gefangenen töten. Ja, also ich bin mir nicht sicher. Ich denke, dass er ihn wohl auch töten wird, aber ich sag mal, ja, befreit die Gefangenen. Beschäftigt ihn einfach, ja? Ich will nicht seiner Axt in die Quere kommen. Nun gut, Biot, ihr könnt das schaffen. Schneller als eine Fleischfliege, geschickter als ein Khajiit. Deswegen wollte ich ihn eigentlich eben schon töten. Jeder könnte ein... Ihr werdet niemals alle... Haben wir schon. Folgt mir. Der Ausgang liegt in dieser Richtung. Kann er die anderen beiden vielleicht auch mal hier befreien? Hallo? Lässt er die jetzt einfach hier sitzen, oder was? Das ist ja geil. Nach dem Motto, das waren nicht meine Freunde, die lasse ich mal hier. Nein. Ich wollte eigentlich eh drücken. Ihr habt die Hauträuber in Telmauer Volk aufgehalten. Ich kann nach Hause gehen. Ja, und die zwei, die da geopfert werden sollen? Was ist mit Rovita? Ja, ich habe gehört, wie er sich beschwert hat, dass es in dieser Ruine nicht alles gibt, was er braucht. Er ist losgezogen, um einen Ort der Macht zu suchen, wo er sein besonderes Ei einsetzen kann. Wie hat er es noch gleich genannt? Das Minemische Ei? Ja, das war es. Hier, dieses Portal führt auf die andere Seite der Ruinen. Ich werde hier bleiben und mich um die Befreiung der Gefangenen kümmern, die hier festsitzen. Und falls ihr vorhabt,
die Vizekanonika über Rovita zu informieren. Dann verschweigt mich in eurem Bericht, ja? Ich glaube, das lässt sich machen. Hat es funktioniert? Ja, ich würde es hoffen. Nicht, dass wir woanders auskommen. So, irgendwo da. Und niemanden kümmert es. Okazai hat uns gesagt, dass ihr die Ruinen betreten habt, um Vizekanoniker Rondas Doppelgänger zu verfolgen. Was auch immer ihr in den Ruinen getan habt, es hat für eine Menge Panik unter dem Dominion gesorgt. Wir haben den richtigen Augenblick gewählt und sind aus der Höhle gestürmt. Vizekanonikerin Haitameen wurde dabei verwundet. Aber sie wird es überleben. Haben es alle herausgeschafft? Ja, aber Vizekanoniker Rondas Tod ist eine schwere Bürde für Haitameen. Sie sagt, sie hätte es wissen sollen, das arme Ding. Man hat uns doch alle zum Narren gehalten. Aber genug von unseren Problemen. Habt ihr diesen Betrüger aufgehalten? Ich habe ihn aufgehalten, aber das Dominion hat etwas, das sie das Mnemische Ei nennen. Sobald sie sich erholt hat, wird Vizekanonikerin Haitameen eure Leistung gewiss auch feiern. Doch dieses Artefakt, das ihr erwähnt habt, das Mnemnische Ei. Wisst ihr irgendetwas über seinen Verbleib? Der Hochelf Rovita hat es zu einem Ort der Macht gebracht. Ich weiß aber nicht genau, wohin. Vielleicht ein General des Dominions. Wer er auch sein mag, wir werden seinen Marsch durch Schattenfen aufhalten. Ich habe Okazai zum Anführer der Späher bei unserer Suche nach Rovita ernannt. Ich schwöre euch, dass wir ihn für die Gräueltaten des Dominions zur Rechenschaft ziehen werden. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten und Beine von Ruben des Hist. Das Mnemnische Ei ist mir unbekannt. Wenn es aus Schattenfen stammt, weiß vielleicht ein Argonier mehr darüber. Sollten wir Vizekanonikerin Haitameen fragen? Ich hatte da jemand anderen im Kopf. Argonische Hüter kennen die Geschichte und die Legenden ihres Landes. Ich bin überzeugt, dass einer der Hüter im Brutsumpf uns mehr über das Mnemnische Ei erzählen kann. Was kann ich tun? Vizekanonikerin Haitameen und ich müssen die Reste der Truppen von Sturmfeste im Brutsumpf sammeln. Wenn die Hauträuber Vizekanonika Rhonda geholt haben, werden sie inzwischen wissen, was er wusste. Trefft euch mit unseren Truppen im Brutsumpf. Wir müssen herausfinden, was das Dominion mit dem Mnemnischen Ei vorhat. Ich werde euch im Brutsumpf treffen. Ja, und das heißt dann für mich, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns in der nächsten Folge im Brutsumpf wiedersehen werden. Das ist ziemlich zentral auf der Karte, soweit ich mich erinnern kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.